Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis Blood and Wine. Ich glaube, das kennen wir auch schon, das Gespräch, und? Oder? Du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Das können wir also auch wegdrücken. Für alle, die es nicht gesehen haben, bitte guckt euch die vorgehenden Folgen an. Danke. Ich kann den Fluch brechen, sie befreien. Durch ein Ritual, bei dem ich ihr Tuch und Garids Überreste opfere. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich 4 Feuer für die 4 Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Oh nein, ich muss gleich niesen. Sorry. Entfache das Südfeuer, ach so. Ja, hoffen wir mal, dass es dieses Mal... Es wäre natürlich total lächerlich, wenn es nicht... Also wenn genau das gleiche rauskommt, wäre geil. Die 4 Winde. Im Süden nicht ein Wort erklingt. Sollte genau das gleiche rauskommen, werde ich natürlich nicht nochmal neu laden. Dann nehme ich jetzt einfach diese... Im Osten kein Laut durch die Kälte dringt. Dann nehme ich jetzt einfach diese Variante, was soll's. Ich mache meine Fackel an, damit ich ein bisschen was sehe. Hoch im Norden die Stille verfangen. Tief im Westen tote Augen prangen, beend die Wacht, er ist gegangen. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Der Tag deiner Freiheit ist gekommen. Sieh nur, ein Tuch. Der Beweis eurer Liebe füreinander. Sieh, ein Knochen von dem, dem du deine Liebe gabst. Mein Gareth, er wird nie zurückkehren. Nein, das wird er nicht. Ist seine Liebe für mich erloschen? Ist er mir treu geblieben? Oh, ich bin aber lieber ehrlich, reinen Herzens. Gareth hat seinen Schwur gebrochen und ist dir nicht treu geblieben. Der Mensch besteht aus Erde und Schmutz. Er scheitert schnell. Wir alle tun es. Wie grausam ist die Welt, die Liebe so sehr auf die Probe zu stellen. Aber was wäre die Welt ohne Liebe? Meine Zeit ist gekommen. Ich habe zu lang gewartet, zu sehr gelitten. Und jetzt möchte ich gehen. Leb wohl. Ich danke dir, Fremder. Und dir, mein Ritter, danke ich, dass du mit mir gesprochen und zu meinen Füßen gewacht hast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Ich hätte sie gern wieder zum Leben erweckt. Aber es sollte wohl nicht sein. Mich würde jetzt zwar noch interessieren, was passiert wäre, wenn wir sie angelogen hätten, aber keine Angst, ich lade dich nochmal neu. Wir haben getan, was wir konnten. Es gibt keinen, sie lebten in ihren Tage. Na komm. Wir haben getan, was wir konnten. Das hast du gut gemacht. Hier,
eine Bezahlung. Und das Buch. Danke. Pass auf dich auf. Bis dann, Hexer. Ich muss nachdenken und all das verarbeiten. Sehr geil. Das war doch ein schöneres Ende. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Schauen wir uns mal die Nebenquests an. Besuche den Zelt des Doktors. Ich glaube, das ist super weit weg. Ja, so super weit ist es gar nicht, aber ist schon ein gutes Stück. Ah, Weingut Castel Raviello, das ist doch meins, oder? Oder? War das meins? Ach nee, Corvo Bianco war meins. Ach, verdammt. Dann würde ich sagen, wir machen was anderes. Triff dich mit den Kaufleuten im Lager. Das ist da oben. Finde alle Großmeisterschemen aus jeder Hexerschule. Achso, das ist ein allgemeines Ding. Geh an den Ort, an dem die Auktion stattfindet. Das ist jetzt nicht so weit weg. Das ist da oben. Und wir würden direkt dieses Anschlagbrett machen. Ja, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und da können wir nämlich auch direkt wieder zwei Fragezeichen klären. Das ist jetzt zwar mitten in der Nacht, aber egal. Ich sehe gerade gar nichts. Ich wäre wahrscheinlich direkt einen Berg jetzt runterfallen, aber egal. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, mal speichern. Nicht jetzt plötzlich zu nehmen, weil wir eh nicht sehen, wo wir hinreiten. Und so weit ist auch gar nicht weg, sind gleich da. Oh, natürlich mitten in der Nacht jetzt so ein Fragezeichen machen. Also warum ist denn das so scheiße dunkel? Was sind das für ein geiler Himmel? Was sind das für Millionen Sterne überhaupt, die man hier sieht? Der Himmel ist geil, aber warum ist denn das so unendlich dunkel? Weil wir keine Monde haben oder was? Ich speichere nochmal. Will ich wirklich im Dunkeln die Quests beenden? Wie lange dauert es denn, bis Nacht, bis Tag wird? Ah, es ist aber bald wieder Tag, deswegen. Ich hätte es immer ganz gern, wenn man halt den Fluss des Tag-Nachts-Verlaufs. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Tag-Nachts-Verlauf nicht so sehr beeinflusst, wenn es nicht sein muss. Ich gehe mal ein paar Stunden vor, dass es ein bisschen heller wird. Oh Gott, es reicht noch nicht wirklich. Wir müssen noch eine Stunde nehmen. Machen wir mal um 5. So, jetzt sehen wir genug. Wenn er schon sagt, hier stimmt was ganz und gar nicht, dann. Sind das weiße Panther oder was? Was ist das? Ich kann es nicht lesen. Barkest? Das haben wir noch gar nicht gehabt. Das ist eine Art Geisterhund, oder? Glücklicherweise hat der zweite uns noch nicht gemerkt. Krass. Wirklich ein Geisterhund, nice. Müssen wir den zweiten auch noch platt machen. Ah, die sind ziemlich einfach. War der andere nicht Level 40? Also bis jetzt sind sie ziemlich einfach. Ich denke, wenn sie in einer großen Menge kommen, wird es schwieriger. Aber das war jetzt doch recht einfach. Bestimmt ein weiterführendes Quest. Also das wird jetzt auf Garantie eine... Naja, war klar. Alistair Calavons Tagebuch, 26. Juli. Wer nicht weiß, wo er graben soll, fragt am besten die alten Waschfrauen oder die alten Männer, die an der Straße sitzen. Die wissen alles. Ja, ich weiß natürlich, was? Ja, ich weiß, natürlich bedarf es großer Geduld und man muss die Spreu vom Weizen trennen, aber es gibt keinen besseren Weg, um sich über die örtlichen Legenden schlau zu machen. So haben wir Fuchstal gefunden, wo angeblich Tontöpfe aus dem Boden wachsen. 28. Juli. Wir haben bei Fuchstal den Teil eines Weinguts ausgegraben, aber was wir da fanden, waren keine Tontöpfe, sondern Urnen, Elfenurnen. Es sieht ganz danach aus, als sei das Dorf auf einem antiken Friedhof der AN-Seide erbaut worden. Dieser Friedhof stammt nach meinem Dafürhalten aus der Zeit, als die ersten Menschen herkamen. Die Gräber sind womöglich voller Schätze. Die alten Elfen begruben ihre Toten mit vielen Kostbarkeiten. Wir haben schon ein paar Schmuckstücke ausgegraben. Wenn wir tiefer gehen, finden wir gewiss noch viel mehr. 12. August. Heute haben wir einen Ausgrub an einer neuen Stelle begonnen. Matthias fand eine herrlich verzierte Kamee im Boden und als er sie greifen wollte, merkte er, dass ein Skelett sie in den Knochenfingern hielt. Anselm begann ihn aufzuziehen, aber das Lachen verging ihm rasch. Das Tal steckt voller Elfenskelette, Männer, Frauen, sogar Kinder. Die Knochen lagen chaotisch, Köpfe und Gliedmaßen fehlten. Kindern war der Brustkorb zertrümmert worden. Was war hier geschehen? 14. August. Eine weitere schlaflose Nacht. Blut, Schreie, Heulen.
Ich wache schweißgebadet auf und sobald ich eindöse, geht es gleich wieder los. Ich ließ meine Begleiter ein tiefes Loch ausheben. Da hinein werfen wir die verfluchte Kamee. Sie gehört in den Boden zu den Toten. 16. August. In der Nacht ist Matthias verschwunden. Niemand hat ihn das Lager verlassen sehen. Anselm sagt, wir sollten seinem Beispiel folgen und fliehen, solange wir noch können. Doch ich kann nicht einfach so gehen. Das Tal ist voller Gebeine. Anselm schrie mich an, nannte mich einen Irren. Doch ich muss jemandem sagen, was wir gefunden haben. Angeblich hält sich eine Gruppe Archäologen von Castel Graubian bei den Thermisruinen auf. Der Rest ist blutbedeckt. Finde den Schatz, der im Lager der Schatzjäger versteckt ist. Das ist dann natürlich eine andere Richtung, das macht aber nichts. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir hier hoch und dann machen wir auch direkt die Fragezeichen, die da oben sind, damit wir halt die mal abdecken, weil ich glaube, so will man da nicht mehr da hoch. Bin ich ja mal gespannt. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das weiterführend ist. Mal gucken, ob wir jetzt noch mehr von diesen Hunden treffen oder halt andere Geister. Wächst der überhaupt Löwenzahn in der Gegend? Ich habe irgendwie das Gefühl, da wächst gar kein Löwenzahn. Für irgendwas haben wir das nämlich gebraucht. Ah, das ist also das Lager von denen. Aber wahrscheinlich werden wir hier auf Geister treffen. Ach, hier waren wir doch schon. Das ist also das Lager, alles klar. Ich habe mich schon gewundert, ich habe mich schon gefragt, was das hier für ein Lager ist. Und jetzt wissen wir, dass das Schatzjäger waren. Und deswegen ist es auch verlassen. Und normalerweise war ja hier in dem Lager auch diese nervigen Pflanzen drin. Die haben wir aber schon platt gemacht, deswegen ist es gerade so einfach. Okay, es ist wirklich super einfach, aber jetzt machen wir trotzdem erstmal die Fragezeichen. Weil, wie gesagt, ich glaube, wir werden eh nicht mehr so oft hier hochkommen. Dann haben wir das dann direkt mal geklärt. Oh, Banditen, wie es aussieht. Oh. Große Fußstapfen, die erste Gruppe. What? Hilft den Arbeitern, die Banditen zu besiegen. Also ich habe ihn gerade mit diesem krassen Schlag, wo das Schwert rot aufgeladen ist, getroffen. Es hat super wenig abgezogen. Hey, was war denn das gerade? Deswegen sind es auch so viele, weil die Arbeiter mitkämpfen. Weil die Arbeiter mitkämpfen. Bitte, Herr! Also warum habe ich denn jetzt Katze genommen? Ich wollte natürlich keine Katze nehmen. Sorry für dieses blendende Licht. Ich muss aber jetzt erstmal den Kampf platt machen, bevor ich... Bevor ich hier weitermachen kann. Ich sehe nichts. Oh, scheiß drauf, ich nehme jetzt diesen weißen Honig. Einer noch. Ich glaube, das war's. Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Hä? Das war irgendein Quest, aber ich habe keine Ahnung, was für ein Quest. Einen Tag später. Wir haben den Anfang des Quests, glaube ich, noch gar nicht gehabt, oder? Oder haben ihn verpasst? Ich glaube, dass wir haben den Anfang des Quests nicht gehabt. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Hä? Was war denn das? Worauf haben wir denn jetzt gewartet? What? Kämpfe gegen das Biest. Scheiße, wie hieß denn jetzt das Quest? Ich habe es nicht gemerkt. In Ciris Fußstapfen. Oh Gott, die sind ja jetzt alle Quests drin. Auch die von Witcher 3 Hauptspiel und so weiter und so fort. Und es ist nicht irgendwie sortiert. Woher weiß ich denn jetzt?
Hier, Ciris Fußstapfen. Oh, jetzt finde ich das Quest nicht. Ich hätte es gerne nochmal nachgelesen, was das für ein Quest war. Scheiße. Wie mache ich denn das jetzt? So, das hier sind die aus Blood and Wine, glaube ich. Siege den Riesen, genau. Das hier ist Novigrad, das hier ist Skellige, das hier, keine Ahnung, ist wahrscheinlich Witcher-Dingens hier. Das hier, Vater weiß es eben nicht. Wilder Wolf, besiege Stielwasser, sprich mit dem Kurator. Hier, das ist es gewesen. Große Fußstapfen, die erste Gruppe. Hilft den Arbeitern. Aus seinem Wegen durch das liebliche Toussaint fand Geralt eine Gruppe von Arbeitern, die von Banditen überfallen worden war. Zu dieser Zeit wusste der Hexer noch nicht, dass die Arbeiter an einer Statue des Propheten Majoran bauten und seine Intervention bestimmen würde, ob das monumentale Bauwerk vollendet werden würde oder nicht. Zum Glück für die Anhänger des Propheten ist Geralt ein anständiger Kerl, der jedem in Not hilft. Als er die Banditen besiegt hatte, konnten die Bauleute ihren Weg zum Bauplatz fortsetzen. Ich habe aber trotzdem nicht verstanden, was jetzt das Ende hier sollte. Also warum ist er jetzt hier eine Stunde stitzen geblieben und hat gewartet und dann plötzlich war das Quest beendet? Oh, was ist denn das Interessantes? Hier scheint irgendwie so eine Art, entweder sind es Ruinen oder Bäume, was gebaut ist. Keine Ahnung, schauen wir uns mal an. Es ist doch schon wieder Nacht! 23 Uhr, verdammt! Das war aber nicht geplant. Ja, ich kann einfach tagsüber... Also ich sehe einfach nichts nachts, logischerweise. Und ich muss einfach... Leider, tut mir leid. Wenn wir jetzt einen kompletten Tag verpasst haben, was ist denn da los? Ach, ich hätte mich mal vorher heilen sollen, fällt mir gerade auf. Das war jetzt nicht so schlau. Ritter in Not. Fahrender Ritter. Oh, der ist aber direkt mal fast tot, ne? Geil. Moment mal. Ist der jetzt wirklich gestorben? Krass. Ich glaube, der ist gestorben, ne? Einfach innerhalb von einer Sekunde. Den hätte ich aber sehr gerne gerettet. Aber wenn das natürlich jetzt immer so ist, dann kann ich ihn nicht retten, weil ich kann nicht innerhalb von einer Sekunde die... Aber vielleicht muss ich einfach versuchen, dass die Leute... Also ich muss vielleicht direkt zum Eingang hinlaufen, damit die mich sehen und nicht... Vielleicht war es einfach der Fehler, dass ich von der Seite gekommen bin. Mal gucken. Dann kann ich mich wenigstens heilen, bevor ich... nächtige, weil ich habe davor gespeichert. Ist ja, wie gesagt, ein bisschen nervig immer mit dem Laden und so, aber... Kann man nichts machen. Höhere Vampire sind sehr mächtig und ausnehmend intelligent. Selbst Hexer nehmen nur selten entsprechende Aufträge an. Oha. Das stimmt. Also ich glaube, man kann die höheren Vampire nicht wirklich besiegen, oder? Als Hexer. Die sind ja so mächtig. Also ich glaube nicht, gut, Regis ist noch ein bisschen geschwächt, wie es klingt, aber ich glaube nicht, dass ich den besiegen könnte, wenn ich wollen würde. Will ich natürlich nicht, aber ihr wisst Bescheid. So. Ich hoffe mal, ich kann ihm helfen, also befreien. Ohne, dass er stirbt. Mal gucken. So, hier müsste ungefähr der Eingang sein. Kann sie schon kämpfen sehen, aber... Ach du Scheiße! Vorwärts tanzen! Gemeinsam! Da bist du richtig. Aber geil, wie er jetzt keinen Schaden mehr nimmt. Wir aber auch fast keinen Schaden bei den Typen machen. Das ist ein bisschen kacke. Ist die Hanse etwa... Ach, die Hanse sind die Banditen oder was? Ich dachte, das wären gute. Okay. Krass, Level 48, die waren sogar noch totenkopfmäßig unterwegs. Aber. Und der fahrende Ritter ist auch fast tot, aber.
Wie wir sehen, boom, gewonnen. Mir fällt gerade ein, ich will mal gucken, ob meine Schwerter noch vollen Schaden machen. Ja, knapp, aber ist noch voller Schaden. Es geht. Geschafft. Ich danke dir noch einmal, dass du mich gerettet hast, mein Freund. Ach, zum Teufel mit allem. Ich gehe Schafe hüten. Das war's? Was macht er denn jetzt? Ja? Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas Fettes, aber sieht nicht so aus. Wieso haben denn die alle eine Zwiebel mit? Was ist denn da los? Ist das denn ihr Erkennungszeichen oder was? Ich glaube, rohes Kupfererz könnte man auch zur Not gut verkaufen. Haben die hier wenigstens noch eine fette Kiste oder so? Oh, viel Essen. Gurke, Blaubeeren, Kartoffeln, Pilze. Sehr viel Essen. Natürlich auch wieder Zwiebeln, aber das macht dann ja